Das Coronavirus mutiert ständig. Es entwickelt laufend neue Eigenschaften, mit denen es den Antikörpern entkommen will, die wir durch frühere Infektionen und Impfungen aufgebaut haben. Die Rede ist dann von einer Immunflucht. Je ausgeprägter diese Immunflucht, umso größer das Risiko, dass der Schutz durch die Impfung nicht mehr ausreicht, um schwere Verläufe zu verhindern. Eine Variante, die unserem Immunsystem besonders gut entkommt, scheint sich nun weltweit zu verbreiten. Experten warnen schon seit einigen Wochen vor BQ.1.1, einer Unterlinie von BA.5. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist besorgt. Und auf Twitter erklärt ein Cambridge-Wissenschaftler nun sogar, dass es sich dabei wohl um die Variante handle, die uns die nächste Welle beschert. BQ.1.1 tauchte bislang in Europa und Nordamerika auf. Ihr relativer Anteil hat sich jede Woche mehr als verdoppelt, schreibt Cambridge-Forscher Cornelius Römer auf Twitter. Es werde ziemlich klar, dass BQ.1.1 noch vor Ende November eine Variantenwelle in Europa und Nordamerika auslösen wird. Im Vergleich zu den aktuell vorherrschenden BA.5-Varianten habe die Sublinie wohl einen Übertragungsvorteil von mehr als 10%, erklärt Römer weiter. Zudem sei BQ.1.1 deutlich schneller als die Omikron-Variante BA.2.7.5.2, die jüngst bereits in mindestens 35 Ländern und in 20 US-Bundesstaaten aufgetaucht ist. BQ.1.1 zeigt eine vergleichbare Immunflucht und Mutationen an ähnlichen Positionen wie BA.2.7.5.2, erklärt etwa Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien, Biozentrum Universität Basel. Preprint-Studien aus China und Schweden hätten gezeigt, dass diese Variante von menschlichen Antikörpern deutlich schlechter erkannt wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte jetzt ebenfalls in einem Interview mit der FAZ, wenn sich etwa die Variante BQ.1.1 durchsetzt, würden sich auch diejenigen, die sich im Sommer infiziert haben, wahrscheinlich wieder leicht infizieren können.